Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch gerne, wie ich die neuen Gardinen anbringe, die ich genäht habe zu Hause. Ich habe mich hier für hellen Stoff entschieden, einfach, dass das Auto größer wirkt und einfach, dass es einfach nur zum Sichtschutz, dass wenn ich doch mal irgendwo stehe auf der Raststätte oder so zum Zwischenstopp, dass ich da ein bisschen abgeschirmt bin und nicht jeder hier ins Auto schauen kann. Auch wenn die Scheiben abgedunkelt sind, ist es trotzdem noch mal eine kleine, ja, ist es ein bisschen gemütlicher, sieht alles ein bisschen schöner aus. Ich hatte vorher auch schon Gardinen genäht und habe das fast ähnlich gemacht mit Klettverschluss. An den Gardinen war Klettverschluss und ich habe den Klettverschluss hier an die Fenster angebracht und man sieht hier oben, dass der Leim von dem Klettverschluss sich aufgelöst hat. Das ist tatsächlich im Sommer passiert, wo es richtig warm war, sind mir die Gardinen regelrecht runtergeflossen. Demzufolge habe ich jetzt versucht, eine andere Variante zu finden. Ich werde die nämlich jetzt einfach hier an das Metall anbringen und habe dafür so einen Extremkleber. Ich hoffe, dass das hält. Ist auf jeden Fall auch wieder mal ein kleines Experiment. Und dann werde ich jetzt gleich mal beginnen. Genau. Das Nähen war ganz einfach. Einfach, ich weiß gar nicht, es waren 58 cm Stoff. Und den habe ich einfach vernäht mit Klettverschluss jeweils zum Festmachen. Und auch, damit ich das leicht wieder abmachen kann. Perfekt. Ja, und dann fange ich gleich mal an. Ich habe mir hier meinen Klettverschluss mitgebracht, Schere, alles vorbereitet und dann werde ich mal schauen. Okay, ich würde die jetzt einfach so hier anbringen. Das heißt, der Klettverschluss muss auch exakt an der Stelle sein, wo er am Stoff ist. Deswegen fangen wir mal, hier oben an. Genau. So, dann schneide ich mir das mal hier zurecht auf die gleiche Größe. So. Und dann werden wir mal unseren tollen Leim hier ausprobieren. Ich bin gespannt und auch überhaupt, ob das reichen wird und ob es hält natürlich. So, na gut, dann experimentieren wir hier mal. Eieiei. Na, es ist doch eine ganz schön kleine Tube. Okay. Sehr klebrig. Und dann kommt es einmal hier dran. Okay. Drück das noch ein bisschen an, damit es nicht gleich abgeht. Und das muss wahrscheinlich eben ein bisschen trocknen, ehe es die Stabilität hat, die es haben soll. So, okay. Erstes wäre schon angebracht. Dann gehen wir an die Seite. So. Oh, der Leim läuft aus. Oh, oh nein! So sollte das natürlich nicht sein. Oh. Ja, das ist, wenn man das hier alles irgendwie im Freien macht und im Auto. Ja. Aber wir kriegen das hin. So. Ah, ist ganz schön schmierig. Ja, es gibt keine richtigen Vorrichtungen für die Gardinen. Also es gibt hier zwar diese Löcher, hier hatte ich mir auch schon mal Decken reingesteckt, damit das ein bisschen abgedichtet war, aber das war trotzdem, also die haben sich halt natürlich immer wieder gelöst. Das war nicht so optimal. Genau. Deswegen habe ich mich jetzt hier wirklich hier für diese Klettverschlussvariante entschieden. So, prima. Okay, weiter geht's. Man kann das sicherlich alles noch viel schöner machen mit Gardinenstangen und ähnlichem. Aber mit dem Klettverschluss ist es tatsächlich ganz praktisch, weil dann kannst du es wirklich schnell abmachen und ohne Probleme auch wieder ganz leicht befestigen. So. Mal sehen, ob der Alleskleber wirklich alles hält hier und seine Stabilität bekommt. Eieiei. Na gut. Also hier rutscht es auf jeden Fall noch. Das muss wahrscheinlich noch ein bisschen trocknen, ehe die Gardine erstmal dranhängen kann. Ja, ich muss das natürlich noch für 4 Fenster machen. Ne? Das ist ganz schöne Arbeit. Und wenn der Leim versagt, dann habe ich echt ein Problem.
habe hier auch extra große Klebestreifen oder Klettverschlüsse gewählt, damit man wirklich viel Halt hat, auch wenn es nur so leichte Stoffgardinen sind. Oh ja. Also hier löst sich tatsächlich schon ein bisschen ab. Wie sieht es hier aus? Es rutscht auch ein bisschen hin und her. Naja, ich bin gespannt. So, jetzt haben wir hier unten noch eine Ecke. Tja, und wenn das nicht hält, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann muss ich wahrscheinlich doch Gardinenstangen anbringen und die einfach ankleben. Ja, schauen wir mal. Drückt mir die Daumen, dass meine kreative Art hier doch siegt. Ich weiß ja nicht, wie, vielleicht könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Problem gelöst habt mit den Gardinen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das noch nicht die optimale Lösung ist. Und spätestens dann, wenn es wahrscheinlich im Sommer heiß wird, dann kann auch sein, dass sich das hier lösen wird wieder. Ja, wäre natürlich schade, aber können wir hier nicht ändern letztendlich. So, prima. Okay. So, dann schauen wir hier mal. Okay, jetzt bin ich fast rum. Steht hier irgendwas drauf, was man machen muss? Anföhnen oder sowas? Nee. Oh je, na gut. Okay. Ja, zur Not kann man das, wie gesagt, auch wieder entfernen. Da wird es auch keine Rückstände geben am Auto. Da geht man dann einfach mal mit ein bisschen Alkohol drüber oder sowas und dann löst sich auch der Leim hier wieder. Also das lässt sich auf jeden Fall wieder rückgängig machen und ist nichts Dauerhaftes. Oh, das erste fällt schon ab. Super. Naja, das ist tatsächlich der Vorführeffekt. Also Klettverschluss hält anscheinend doch nicht hier auf dem Metall. Ärgerlich, aber ja, was soll ich machen? Das war meine Idee gewesen. Und wenn ich sie doch wieder an die Fenster klebe, dann sieht es halt hier so blöd aus. So, das wollte ich auch verhindern. Aber der nächste Klettverschluss ist abgegangen. Es ist wahrscheinlich hier zu wellig, die Unterfläche. Vielleicht hätte ich es noch abwischen sollen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall scheint es nicht zu halten. Oh. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Meine Güte. Ich dachte, ich kann euch jetzt hier meine schönen Gardinen präsentieren. Aber vielleicht war es auch zu wenig Leim. Kann auch sein. Na, das ist natürlich jetzt echt schade. Oh. Na gut. Ich mache das eine noch fest. Und dann schauen wir mal. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Es wird nicht halten, ich sehe es schon kommen. Vielleicht muss ich es auch mehr andrücken. Also die Stelle scheint besonders blöd zu sein, weil die hier irgendwie so ein bisschen gebogen ist. Und hier hält es irgendwie gar nicht. Oh Gott. So, hier ist es auch noch sehr wabbelig. Tja, das wäre meine Idee gewesen, die gerade eben nicht funktioniert. Naja, ich habe es natürlich nicht vorher geübt fürs Video, sondern ich habe das jetzt tatsächlich hautnah, erlebt ihr es mit, wie ich hier scheitere an den Gardinen. Ach meine Güte. Schade.
Das wird nicht funktionieren. Zumindest wenn die Gardine klebt und ich sie abmachen will, wird es wieder abreißen. Hundertprozentig. Na gut, dann ist die Mission Gardine anbringen jetzt wohl beendet. Oh Mann. Naja, schade. Da muss ich eine andere Lösung finden. Ich habe natürlich hier schön lange genäht und das wirklich so hübsch hingekriegt, wie oder ja, angefertigt, wie ich dachte. Aber so wird das nicht halten. Ich sehe es schon kommen. Ja, und zack, es hält nicht. Also ein großer Fehl. Na gut, alles klar. Also das solltet ihr wahrscheinlich dann doch nicht nachahmen. Ist jetzt doch nicht so der beste Tipp. Muss ich eine andere Lösung finden. Aber das beim nächsten Mal. Okay, danke, tschüss.